Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate, der Enhanced Edition. Wie ihr wünscht. Ja, in der letzten Aufnahmesession sind wir ein paar Meter zurückgegangen, um uns Schutz vor Versteinerung zu kaufen. Weil hier sind ja doch Basilisken unterwegs. Aha. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Und Tasloy. Also noch mehr Tasloy. Irgendwas macht komische Geräusche hier. Das wird kein schneller Tod. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Das Gute ist, wenn wir Basilisken begegnen, Schutz vor Versteinerung hebt eine Stunde. Wie kann ich helfen? Wir haben es ja zweimal. Was ist es diesmal? Worum, wie ihr wünscht. Das heißt, wir schicken einfach K-Game mit Versteinerungsschutz vor. Ja, die Sache ist die, Basilisken sind eigentlich nur wegen ihrem Versteinern gefährlich. Wegen nichts anderem. Ja, Durlaks Turm. Wie ihr der wünscht. Irgendwie jetzt da drüben ist. Ja? So, und wenn ich mich richtig erinnere, sind hier oben in der Gegend auch Basilisken gewesen. Wie kann. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Sicher. Wo ihr braucht, nur zu fragen. Ich brauche ein Bier. Warum denn ich? Ja, ihr braucht nur zu fragen. Okay, ihr seid keine Basilisken. Ihr habt keinen Bock zu reden. Wie kann ich helfen? Wie ihr will. Lasst ihr uns ordentlich verdreschen. Hier ist eher Mutawids Garten. Wo ihr braucht, nur zu fragen. In Ordnung. Und ja, Basilisken. Ja? Seid gegrüßt, ich heiße Mutamid. Hoffentlich gefallen euch die Kunstwerke, die meine hübschen Eidechsen angefertigt haben. Sie formen alles mit ihren Augen. Sie arbeiten an ihren Werken, wenn unangenehme Reisen vorbeikommen. Ja, ich mag keine unangenehmen Reisenden. Die sollen auf der Straße bleiben. Bin das nur ich oder ist die Welt voller Verrückter? Also gut, ihr psychopathischer Gnom. Ich hoffe, ihr versteht das nicht falsch, aber wir sind an euren Kunstwerken wirklich nicht interessiert. Ihr mordender Psychopath, eure Eidechsen haben Leute umgebracht und wir werden nicht zulassen, dass sie weiter töten. Nun, es war wirklich nett mit euch zum Plaudern, aber wir müssen gehen. Irgendwer war das Erste. Ihr werdet nirgendwo hingehen. Ihr werdet Teil dieses wundervollen Gartens, wenn ihr
den ihr vor euch seht. Ein Kunstwerk für immer und ewig. Okay, das Schad hier jetzt panisch hin und her rennt. Ist nicht gut. Wie kann ich helfen? Das wird kein schneller Tod. Nein. Wie ihr wünscht. Gott, wie ich den Mutamin hasse. Wie kann ich helfen? Ja, mein Schatz. Furchtbar, wie lange hält das? Eine Stunde, okay. Umsehen, darum kümmern. Na, warum denn ich? Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Sicher. Wie kann ich, wie ihr wünscht. So, die Gnolle sind noch hier. Das wird kein schneller Tod. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So. Ich in Ordnung. Ja? Ich hab kein. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Geldes. So. Lasst uns ordentlich verdreschen. Aha. Dann machen wir mal erstmal Mutamin hier weg. Worum geht es diesmal? Sagt an. So, Dorn, du kannst sie mit was Leben klauen. So, Heiltränke. Oh, Schrecken. Geld und eine Robe. Okay, eine Zauberrobe, die... Achso, die ist bei Dorn gelandet. Nee. Robe des Abenteurers. Nicht so besonders. Wie kann ich helfen? Ich bin in Ordnung. Worum geht, wie ihr wünscht? So, dann gehen wir zu den Basilisken da oben mal. Ja, warum denn ich? Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay, und das war nicht gut. Ah, ich hätte nach Mutamin speichern sollen. Worum geht, wie ihr wünscht. Mal, der eine Basilisk hat sich jetzt entschlossen, sein Ziel zu ändern. Ja? Wie ihr wünscht. Worum geht es diesmal? So. Das auf dich. Noch mehr davon auf dich. Ja. Was ist es diesmal? Noch mehr magische Geschosse. Vitamin. Ihr habt geläutet. Muss nur noch der höhere Basilisk weg.
Die geben nämlich verdammt viele Erfahrungspunkte auf diesen Bildbasis. Ja, mein Schatz. Aha. So. Den Zauber konnten wir nicht lernen. Aber stinkende Wolke konnten wir lernen. Juppie. Level up. Dritter Grad ein Zauber, 8 Trefferpunkte, ein Sagenkunde. Nehmen wir nochmal mittelschwere Wunden heilen. Wie ihr wünscht. Komm, warum denn ich? Ja? Vielleicht frostigen Tod! Das wird kein schneller Tod. So. Für euch tut mit Vergnügen. Wie kann ich, wie ihr wünscht? Quicksave machen. Gut, normale Basilisken bringen nicht annähernd so viel, wie es hohe Basilisken tun. Ja, und für die Statue brauchen wir noch eine Stein-zu-Fleisch-Schriftrolle. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Gain. Sicher. Alles wegen des Geldes. Ja, ihr braucht nur zu fragen. So. Komm. Sicher. Wie ihr braucht nur zu fragen. Ich in Ordnung. Wo, wie ihr wünscht. Schicken wir weiter Kegeln vor. Weil ich weiß, es gibt noch mindestens einen hohen Basilisk hier. Den sind wir ja schon letztes Mal begegnet. Alles wegen des lieben Geldes. Ja, wie ihr wünscht. So, die müssten irgendwo doch hier gewesen sein. Wie kann ich? Wo? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hey Lindin, schau mal, wir haben ein paar Reisende getroffen. Hey, da ich heiße Kiri, mein Kumpel und ich sind eine abenteuerlustige Bande. Ihr seht genauso aus, allerdings ein bisschen mitgenommen. Ihr lernt das Geschäft wohl erst noch kennen, was? Wovon redet ihr, kleines Mädchen? Wir haben viel mehr Erfolg als dieses Gesindel, dass ihr eine abenteuerlustige Bande nehmt. Bindet euer Mundwerk und ich schlage es euch ein. Ja, ja, sagt, was ihr wollt. Wir gehen jetzt. Haha, da laufen die Verlierer vor lauter Angst, dass man ihnen den Hintern versohlt. Eigentlich will ich gerade neu laden, um denen den Hintern zu versohlen. Wie kann, wie ihr wünscht. In Ordnung. Wo, wie ihr wünscht. Ich in Ordnung. Ja, wie ihr wünscht. Ich hab keinen Bock. Sicher. Weil verspotten lasse ich mich eigentlich nicht, aber ich war mit den Gnollen zu sehr beschäftigt gerade. Wie kann ihr braucht, nur zu fragen. In Ordnung. Wo, wie ihr wünscht. Lasst sie uns ordentlich verdecken. Ja, mein Schatz. Ja, so. Ihr braucht nur zu fragen. Knolle. Lasst sie uns ordentlich verdreschen.
wie ihr wünscht. Oh, sag bloß, ich habe keine Bolzen. Ich habe keine Bolzen mehr. Worum geht es diesmal? Wie ihr wünscht. Reisende getroffen. Wovon redet ihr, kleines Mädchen? Wir haben viel mehr Erfahrung als dieses Gesindel, das ihr eine abenteuerliche Bande nennt. Wirklich, kommt schon, seid vernünftig. Seht euch an, ihr habt ungefähr so viel Stil wie eine Meute Kreischlinge. Eure Körperhaltung erbärmlich. Ihr seid doch nur ein Haufen Bauern, die Rüstung und Waffen tragen und meinen, sie seien große Abenteuer. Es ist ein Trauerspiel.